Hältst du das für positiv oder für negativ? Nein, ich halte das für negativ. Ich finde es nicht gut, dass ein Mensch irgendwo sinnlos totgeprügelt wird. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Es ist auch das Dümmste, wenn ein Junge mit seiner Freundin irgendwo langläuft, dass da eine Horde von was auch immer steht und den Jungen dumm anmachen. Hm. Weißt du? Junge, lass ihn in Ruhe. Er ist da mit seiner Frau. Ob sie später mal seine Frau wird oder nicht, vollkommen egal. Sie ist zurzeit seine Familie, also ist er mit seiner Familie da. Lasst es. Ja, aber was ist die Ursache? Ja, die Ursache... Wo ist die Ursache? Ich würde sagen, die Ursache fängt... die Ursache wirklich ist ganz oben. Bloß, es explodiert immer ganz unten. Also unter oben meine ich, die wirklich reichen Schweine, die in ganz anderen Vierteln sitzen, zwar den Versicherungsmakler und was weiß ich raushängen lassen bei seiner Frau, aber nebenbei ein paar Kilo an Koks verticken lassen. Das sind die, die ganz oben. Und auch die, die wirklich, an die kommst du so gesehen gar nicht ran. So. Also Politiker. Politiker würde ich dazu nicht sagen. Ich würde sagen, Menschen wie du und ich, natürlich gibt es auch den einen oder anderen aus der Gosse, ist ja selbstverständlich. Aber wie gesagt, die ganz Heftigen sitzen ganz woanders, wo du, wenn du mit ihm an einem Tisch sitzt, sagen wirst, ihr, das ist mein Kollege, Punkt, 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 was weiß ich, der doch nicht. Nie im Leben. Ich ja, aber der nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. So ist das. Und bei uns unten, ja, wie gesagt, da explodiert das. Da weißt du dann, wer. Auch durch, wie gesagt, unsere Mordkotzen und so. Sie tragen ja in erster Linie natürlich die Cops. Die Cops sind, sie holen dich rein, schicken dich wieder raus, drauf geschissen. Einer von denen kennt auf jeden Fall irgendwen aus dem Viertel. Ist immer so. Die Bullen haben hier schon immer so gearbeitet und sie arbeiten jetzt noch heftiger. Du erkennst ja noch nicht einmal, dass es ein Bulle ist. Komm auch nochmal dazu. Der Typ steht neben dir, Alter. Ich schwör's, der sieht aus wie was weiß ich. Ne? Wie alles, aber nicht wie ein Bulle. Früher hast du es den Bullen angesehen. Sie hatten so, weiß ich nicht, sie sahen alle irgendwo gleich aus. Weißt du, man hat doch immer gesagt, was soll ich einfach. Faltenhosen oder Turnschuhe. Die haben diese bestimmte Lederjacke gehabt. Die meisten von denen haben mal Schnäuzer gehabt. Ich glaube, die haben immer noch Türke gemacht. Damit sie besser an sie rankommen oder so. Ja. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, du hast wirklich, der Spruch, du riechst einen Bullen, der kommt nicht von irgendwo. Der war damals schon so wirklich auch gemeint. Aber heute ist das nicht mehr so. Ja, also ich bin auch mal voll erschrocken gewesen, dass ich in Köln irgendwie war und da auf einmal irgendwie ein türkischer Polizist ankam, so irgendwie, wo ich ja das erste Mal einen türkischen Polizisten gesehen habe. Und das ist schon jahrelang her so, aber früher gab es ja nur deutsche Polizisten. Also da gab es ja keine. Da gab es ja keine ausländischen Polizisten. Sie haben auch nur deutsche Waren gefahren. Und das war damals so eine Steuersache. Der Staat hat das, glaube ich, nur finanziert, weil es für den Staat ist, von die Steuern nicht bezahlt. Guck mal, der Staat, ne, das ist die Mafia. Der Staat, also damit auch die Politiker. Ja, natürlich. Im Prinzip. Ich glaube, so ein Abgeordneter in Brüssel müsste kriegen 13.000 bis 15.000 im Monat. Im Monat. Weißt du, für was? Ja, wir wollen heute verabschieden, dass in Europa Yamaha AN200 vertrieben werden soll. Wer ist dafür? Auf jeden Fall sagt der eine, hör mal zu, das ist meine Idee, weil er irgendwo mit drin ist. Stimmen wir für und dann machen alle eine Linie. Ja, ich bin dafür. Der andere, nein, ich bin dagegen. Ne? Dafür, oder vielleicht auch um Ungerechtigkeiten auszuüben. Ungerechtigkeiten? Ja, wenn sie wirklich wegen Ungerechtigkeiten... Ich drücke auf den Knopf und mach Krieg. Das ist es. Die dürfen Krieg machen, also die können auf den Knopf drücken und sagen, ja, ich stimme jetzt dafür ab, dass die Leute in Libyen einmarschieren. Ja. Also du weißt ja nicht, was in Libyen ist. Da ist, die Presse erklärt uns, da ist ein böser Gaddafi, zum Beispiel jetzt. Natürlich. Ich war noch nie in Libyen, ich weiß nicht, ich kenne wenig Libyer, ganz ehrlich gesagt, und ich weiß nicht, ob man der Presse so trauen kann. Weil wenn jetzt zum Beispiel irgendwo eine Demonstration ist, dann wird auch gesagt, die Leute haben die Polizisten angegriffen. Und in Wirklichkeit, wenn du selber auf der Demonstration warst, hast du ein paar von irgendwelchen Polizisten mit einem Knüppel reinbekommen, weißt du, und guckst hinterher Nachrichten, wo steht, was weiß ich, die Polizei wurde angegriffen.
So, also die Presse kann manipulieren. Ja, natürlich, dafür ist sie auch da, sonst würden sie ja nicht so viel Geld verdienen. Ne? Ja. So eine beschissene Werbung im Fernsehen geht in die sechsstellige Summe. Ja. Und wie sieht das aus mit Presse? Warst du Backspin, warst du Juice, warst du... Nein, war ich noch nicht. Ich habe keinen Bock, in die Backspin Geld einzuzahlen, damit ich da ein Interview gebe. Ja. Ich habe auch keinen Bock, dass irgendein Backspinner zu mir kommt, sich hier hinsetzt oder zu mir noch besser sagt, pass auf, hier, schick uns mal ein Interview zu und wir gucken mal so oder wir setzen das mal rein. Soll ich mir selber interviewen oder was? Wie bescheuert ist das denn? Soll ich mir selber die Fragen stellen? Dann stelle ich mir nur, Digga, wie dick ist dein Bizep? Verstehst du? Das ist doch bescheuert. Wenn irgendeiner was wissen will, der soll kommen, aber auch nicht jeder. Auch ich habe mit ein paar Medien zu tun gehabt, auch große Medien, wo ich will jetzt da keine Namen nennen, aber wo ich dann von mir aus sagen würde, nein, verpisst euch. Interessiert mich nicht, die Werbung interessiert mich nicht, ob die jetzt für mich Werbung machen oder nicht. Ich lebe in einem technischen Zeitalter, da ist drauf geschissen auf die ganzen. Ich kann das Ganze selber publik machen. Viertelratten der erste 16er. Im Kampf des territorialen Überlebens prophezeit uns das Ghetto, der Gäste besser hinzunehmen. Weil Generationen es doch schon vorher sind, dass die Kugeln, die uns treffen, irgendwann einen Namen hat. Der erste Schritt, Dicke, sollte immer sein, schau nach rechts und links, gib Acht auf die Polizei. Mit der Glocke im Gürtel, Digga, versuchst du was zu erschaffen, doch denk, irgendwann kämpfst du gegen andere keinen Nacken. Der Tag wird kommen, nimm du alles verlierst, deine Gefühle sogar das bisschen Mensch in dir. Der kleine Funke, der dir dann noch geblieben ist, drängt dein Kampf auf den Hass, der dich auffrisst. In einer kriminellen Welt, in der wir klappen, schält alles hoch an, wir glauben in den Schatten. Vorbilder sind es, die wir brauchen, keine Waffen. Haltet eure Kinder fern und sie werden zu Viertelratten. Das ist der erste 16er von Viertelratten. Den zweiten bringt mein Homie Kanga. Den dritten teilen wir uns. Das ist auf dem neuen Album drauf. Es ist eine wahre Geschichte aus meinem Film, aus meinem Leben. Nichts Erfundenes, aber ich habe auch gute Geschichten. Meine Bildung begann von der Straße. Ich vergesse nie, was ich sah und wem ich wirklich hasse. Trotz Verrat und Leid über... Dafür mal ausgewählt. Es ist wirkliche Arbeit. Muss ja erstmal dastehen, wie gesagt, dann zurück zu Roulette. Und lass dir erstmal überhaupt diese ganze Musik einfallen. Entweder passiert's, so eine halbe Stunde Sache, ne? Wirklich, du bist drin, klack, 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 spielst alles ein und es sitzt. Oder du spielst 2 Stunden und 3 Stunden, irgendwann sagst du, fick dich. Alles weg. Ja. Okay, Mann. Letztes Thema. Sagen wir letztes Thema. Wie sieht das aus, Digga? Du musst in den Knast oder was? Du musst ins Gefängnis? Muss ich, ja. Der deutsche Staat, das deutsche Volk oder im Namen des deutschen Volkes wurde das Urteil gesprochen und... Wurde gesprochen, ist rechtskräftig. Dazu will ich nicht viel eingehen. Ich will nur kurz zu den Gerüchten eingehen. Ich habe bisher nie darüber geredet, habe immer reden lassen. Mir egal, redet weiter, ihr könnt mich alle. Vor allem die ganzen YouTube-Bitches. Jeder, der an dieser Sache wirklich beteiligt ist, der weiß, was Sache ist. Ich grüße von hier jeden, der daran beteiligt war. Wie gesagt, wir wissen, was Sache ist. Aber ich will euch trotzdem einen ganz kurzen Abschnitt vorlesen aus der Ermittlungsakte, damit ihr das auch wisst. Aufgrund der bei Punkt durchgeführten Telefonüberwachungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass der Beschuldigte über erhebliche Polizeierfahrung verfügt und sich konsequent konspirativ verhält. Bam, Digga. Es werden hauptsächlich persönliche Treffen mit gesondert verfolgten Personen vereinbart. Absprachen zu Punkt-Punkt-Geschäften werden nur unter Synonym abgewickelt, sodass eine genaue Feststellung von verkauften Blabla anhand der überwachten Gespräche nicht möglich ist. Wir haben hier noch was, aber ich habe keinen Bock, das Ganze vorzulesen. Die anonyme Aussage vom 26.06.2009.
Sein Anfangsbuchstabe fängt mit an, sein Nachname fängt mit an. Jeder kann sich denken, wer das ist. Die Ratte befindet sich unter uns. Ist so. Er hat weiter außer mir noch drei andere Namen genannt. Von meinem Kollegen Josef. Obwohl er echt ein Assi ist und ich gewaltig sauer auf ihn bin. Von meinem Kollegen Dino. Und von so einem Handlanger Affen, dessen Namen will ich gar nicht sagen, drauf geschissen. Auf jeden Fall waren wir, die halt darunter leiden müssen. Und halt noch, wie gesagt, es waren der eine oder andere dort, der wirklich große Fehler gemacht. Aber drauf geschissen. Es ist so, wie es ist. Ich kann mich jetzt nicht in meine Ecke zurückziehen und heulen. Jeder, der auch über mich irgendwas redet, fuck you. Du weißt gar nichts, Digga. Ich selber habe erst die Ermittlungsakten ein halbes Jahr oder so später bekommen. Wie kann denn die Straße dann heute schon Bescheid wissen? So, und was die Bullen machen, wie gesagt, mit ihren Gerüchten reinsetzen und das unsere Maulfotze das weitertragen, ist immer noch Sache. Aber trotzdem, Hulli, Gruß an dich, Bruder. Wir sehen uns bald wieder. Lass sie reden. Du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid. In dem Sinne, peace to Hulli Babu. Street shit. Ist so, Digga. Wir leben da, wir machen es da, deswegen auch Geschichten aus meinem Viertel. Wird von Roulette gemixt und gemastert. Haben viele Leute produziert. Darunter Basston. Basston Production. Roulette selber mit Fick Dein Label hat was dazu gesteuert. Aus dem Hause 9mm Records ist was dabei. Und ich habe ein paar gute Jungs aus der Türkei kennengelernt. Die haben mir auch, danke für sie, haben mir auch ein paar Tracks zur Verfügung gestellt. Ich tue es auch immer wieder gerne, wenn mich irgendeiner anfragt. Einfach fragen, Jungs. Das dumm hinterherreden bringt gar nichts. Kommt, fragt und ihr werdet Antworten kriegen. Also 9mm für immer, Digga. Wird es immer bleiben. Die neue Formation, Baby, es kommt. Jetzt 2011, wie gesagt. Das Album ist bald da. Und die Vermarktung geht auch bald los. Ist so. Haut rein. Peace. Ja, Jungs, ne? Achtet darauf, was ihr guckt. Guckt nicht in den Scheiß. Enno ist mein Name und guckt aber Street Shit.